So, willkommen zurück. Okay, genau, wir waren gerade dabei bei den beiden Welten. Und wisst ihr was? Ehrlich gesagt, meine Welten interessieren mich gerade gar nicht. Wichtig ist ja, dass Miklon 2 funktioniert. Das heißt, wir werden jetzt mal klären, Miklon 2. Was? Das funktioniert ja schon mal wunderbar, dann werden wir alle manuell abwählen müssen. Okay, das war's schon. Okay. Oh. So. Speichern. So, jetzt sind hier keine Mods mehr aktiv. Jetzt werden wir mal hier gucken, wie die Welt so funktioniert. Ob sie überhaupt noch funktioniert. Man weiß das ja nicht. So, wir sind hier. Schäfchen sind da. Jetzt wäre bloß noch die Frage, ob auch neue spawnen. Yep, a group of mobs. Das hat funktioniert. So, Hauptmenü. Dann werden wir mal jetzt die wichtigsten Mods erstmal aktivieren. Das heißt auf jeden Fall du. Wie ist denn diese Doppel-Chest-Mod? Dich auf jeden Fall vielleicht auch. Dich auch. Quatsch. Doppel-Chest-Mod gibt es ja hier gar nicht. Hat ja mein Klon schon von sich aus. Ich schon wieder. Gut, das heißt, wir machen erstmal nur die Mods, die so am allerwichtigsten sind. Das ist all die, ne, damit auf dem Server Protection funktionieren. Ich schätze mal, das sind so die wichtigsten Mods. Spiel hosten. Ich bin mal gespannt. Unknown Error vom Mod. Was zur Hölle ist das? Irgendeine Mod spinnt hier gerade ein bisschen rum. So. Das ist natürlich sehr genial. Irgendeine Mod hat wohl keine Description. Das heißt, wenn wir mal reingucken in die Mod.conf. Welche haben wir jetzt alles aktiv? Dotcraft haben wir nicht aktiv. Die haben wir noch aktiv. Hier halt auch ein Name. Dann haben wir noch Markus. Okay, Markus hat keine Mod.conf. Gut, dann nehmen wir mal Markus raus. Wobei, hey, muss sie doch haben, weil sonst würde ja hier keine Abhängigkeit möglich sein. Achso, hier ist ja the old fashioned way. Ne, heutzutage bei den modernen Mods, da ist es ja so, dass man das alles hier drin hat. Wenn man die Mod öffnet, wenn man die Mod.conf öffnet, hat man hier Name, Description und die ganzen Dependencies. Und das hat die Markus Mod aber nicht. So, jetzt kurz gucken hier. Welche war denn die Mod, die mehr, die hier, das war die gemeckert hat.
Ja, die machst auch so old-fashioned way, hast du auch Dependencies und Descriptions als separate Dateien. Womit der Mindset an sich an was anzufangen weiß. Wobei die Description wird dir gar nicht angezeigt. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Und ich glaube auch nicht, dass wir so weiterkommen. Das Problem scheint auf jeden Fall zu sein, dass entweder die Areas oder die Protection Mod Probleme macht. Darauf haben wir es jetzt schon mal wahrscheinlich runtergebrochen. Das heißt, in der Serverversion ist beides noch aktiv. Da haben wir sowohl die Areas Mod ist aktiv. Warum ist diese Liste nicht alphabetisch? Ich verstehe das nicht. Lalalala. Ich finde Protectors gar nicht. Das ist nicht bei P. Warum ist hier ein X? Die beiden sind aktiv. Das heißt, hier ist noch alles in unserem Ausgangszustand. Dann versuche ich jetzt einfach nochmal den Server zu starten. Und mein Test zu starten. Machen wir gleich mal hier mit unserer die Version. So, Logging in. Hier müsste jetzt noch alles so sein, wie wir es verlassen haben, außer dass ich die Zeit verändert habe. Keine Tiere, kein nichts, kein gar nichts. Wohl auch noch nichts gespawnt ist. So. Jetzt würde ich gerne mal wissen, die Areas Mod ist aktiv, sieht man hier unten auf jeden Fall. Und die Protectors Mod dürfte auch aktiv sein, das sieht man hier ran. So. Dafür spawnen jedoch keine Tiere. Jetzt würde ich gerne mal gucken, wenn ich beide Mods deaktiviere, was dann erstmal passiert. So, das heißt, false. Ah, ne, machen wir das Protektor. False. So, haben wir. Starten wir jetzt aber nochmal. Und starten den Server, den Client. So, jetzt ist keine Areas mehr aktiv. Es ist auch keine Protector Mod mehr. Aber das Spawning funktioniert dafür. Gut. Das heißt, eine von diesen beiden Mods ist auf jeden Fall daran schuld, dass das mit dem Tierspawning nicht funktioniert. Dann will ich jetzt mal die Areas aktivieren, weil die ist wichtiger. So. Server wieder starten hier. Und dann mal gucken, was passiert. Lalalala, login. Genau. Hey. So, bin mal spannend, was jetzt passiert. Ja. Ja, jetzt hat er direkt wieder neu gestartet. War zu langsam. Fuck. Hauptmenü. So, das heißt nämlich, jetzt haben wir nämlich wieder diese Fehlermeldung mit diesen Anun hier mit diesem das Ding. Das heißt, wenn die Areas Mod aktiv ist und die Protector Mod aktiv ist, spawnen keine Tiere. Wenn nur die Areas Mod aktiv ist, kriegen wir diese Fehlermeldung. Und wenn keine dieser beiden Mods aktiv ist, dann funktioniert alles. Also die Tier-Spawn funktioniert dann. Aber wir haben natürlich keine Areas mehr. Was natürlich auf dem Server nicht geht. Das heißt,
Wir haben ein kleines, aber feines Problem. Ich meine, ich kann es nochmal probieren, wenn man nur die Protectors-Mod benutzt, also wenn wir Areas rauslassen und dafür die Protector-Mod reinnehmen. Das wäre zumindest schon mal ein Workaround, dass man zumindest seine Bereiche erstmal schützen kann. Denn ich sag mal so, die normalen Spieler auf dem Server werden wahrscheinlich auch eher die Protector-Mod benutzen als die Areas-Mod. Einfach weil die vom Benutzen her zu kompliziert ist. Ich persönlich nutze eher die. Oh, ich habe das aber gar nicht gestartet. Lol. Ja, das heißt, wenn das nur an dieser Harmonie zwischen Areas und Protectors-Mod liegen sollte, dann können wir zumindest die Protectors-Mod wieder aktivieren, dann ist halt nur die aktiv. Weil so groß angelegte Sachen, wie zum Beispiel, dass der Spawn geschützt ist, das ist ja sowieso eine andere Mod, das ist ja hier diese Rack-Mod. Get wrecked. Jetzt aber die Frage, wenn nur die Protectors-Mod aktiv ist, ob dann halt Tiere spawnen. Zumindest stürzt der Server erstmal nicht ab. Das ist schon mal eine gute Sache. Aber wie es aussieht, spawnen dafür wieder keine Tiere. Das heißt, also, dafür, dass die Tiere nicht spawnen, scheint die Protectors-Mod schuld zu sein. Die Protector-Mod muss aber geladen sein, damit die Areas-Mod funktioniert. Wobei ich sowieso nicht verstehe, warum das der Fall ist. Das heißt, damit wir überhaupt einen Schutz haben, muss. Ja, nur Areas funktioniert nicht, weil dann stürzt die Areas-Mod ab. Oder zumindest stürzt der Server ab. Nur Protector Mod funktioniert nicht, weil sobald Protector Mod aktiv ist, gibt es keine Tiere mehr. Das ist doch Kacke. Und ich habe in meiner Conf-Datei nichts drin, was die Protector Mod irgendwie dazu veranlassen könnte, das Tierspawning zu deaktivieren. Das ist alles auf Standardeinstellung. Das heißt, ich werde mal jetzt. Muss ja mal runterfahren hier. Wenn ich jetzt eine lokale Welt erstelle mit meiner. Also, ich bin jetzt gerade wieder in meiner Umgebung, hier in meiner privaten Umgebung. So, da habe ich ja hier die. Jetzt hier irgendeine schöne Testwelt. Warum heißt die hier Walker-Konsole? So. Hier habe ich meine kleine Testwelt, in der ich ein bisschen rumspiele. Hier ist nichts aktiv außer Mindclone und World Edit, soweit ich weiß. Mods auswählen. Genau, World Edit ist aktiv, ansonsten ist bei der Testwelt gar nichts aktiv. Wenn ich jetzt hier Areas aktiviere, speichern. Was passiert denn jetzt hier? So. Areas ist nicht aktiv. Hier unten taucht Areas nicht, oder? Ah, ne, ist nur runtergerutscht. Ist aktiv. Aha. Also hier haben wir definitiv einen Fehler. Ja. Sobald nur die Areas Mod aktiv ist. Jetzt haben wir aber hier eine richtige Fehlermeldung. Guckt mal. Ich mache das mal ein bisschen größer. Ungefähr so, sollte ausreichen. Hallo, nein, jetzt bisschen so. Na, ja, das ist eine Zeile. Das heißt, Environment Steps greift auf wieder hier dieses gleiche mit diesem Nil. Da ist irgendeine Datei nicht dagegen geschützt. So, das heißt, wenn ich jetzt Mod und Protektor aktiviere. Speichern. Funktioniert es dann? Weil das würde bedeuten, dass die Areas Mod wirklich nur funktioniert, solange wie die Protektor Mod funktioniert.
Dabei ist natürlich die Protector-Mod keine Abhängigkeit von der Areas-Mod. Weil eigentlich ist es andersrum. Die Protector-Mod basiert auf die Areas-Mod. Ja, schon Spawn-Tierer. Obwohl, nee, der ist noch nicht gespawnt. Der war schon davor. Doink. Aha. Nee, ist despawned. Lol. Ich will nicht wissen, ob irgendwas despawnt, sondern ob irgendwas spawnt. Was ist los mit dir? Okay, ja. Es ist hier genau das Gleiche. Mit beiden zusammen, also mit Areas und die Protector Mod, funktioniert der Server. Er stürzt nicht mehr ab, aber es spawnen auch keine Tiere mehr. Das ist doch Kacke. Da wäre halt echt die Frage, warum das so ist. Weil, wie gesagt, die Areas Mod hat keine Abhängigkeiten, Protectors oder sowas. Das heißt, sie müssen auch ohne dieser Mod funktionieren. Es kann natürlich sein, dass das irgendwas mit Mindclone an sich zu tun hat, dass die Areas Mod im Zusammenhang mit Mindclone irgendwie Macken schiebt. Das weiß man natürlich nicht. Aber auf jeden Fall können wir aktuell nicht so spielen. Gut, das heißt im Klartext. Ich muss mal herausfinden, woran das liegt. Das wird aber eine Weile dauern, beziehungsweise werde ich da vielleicht auch ein bisschen mit dem GitHub von der Areas Mod ein bisschen gucken und in den Kontakt treten und so. Aber auf jeden Fall werden wir dann halt auf dem Server aktuell keine Tiere haben. Weil mindestens die Protectors Mod müssen wir haben, damit sich Spiele irgendwie schützen können. Und sobald die Protectors Mod aktiv ist, gibt es sowieso keine Tiere mehr, also kann dann auch die Areas Mod aktiv sein, weil die ist daran ja nicht schuld. Das ist sehr interessant. Gut, das heißt, wir haben nach wie vor keine Tiere. Achso, ich bin ja komplett falsch. So. Gut, das heißt, auf dem Server können wir wieder alles. Ich meine, gut, jetzt hier fürs Test-Let's Play könnte man die beide deaktivieren und dann hätte man wenigstens jetzt hier im Test-Let's Play Tiere. Aber ich will ja das so testen, wie es später auch bei den Servern ist. Ne? Von daher aktivieren wir auch wieder beides. Ne? Protector ist schon aktiviert. Areas habe ich gerade aktiviert. Was ist alles deaktiviert? Achso, nix. Das ist ja keine Mod, das ist ja bloß der Ordner. So, okay. Das heißt, wir wissen jetzt zumindest, warum keine Tiere mehr spawnen. Es liegt nicht an den Einstellungen. Es liegt nicht, es liegt also nicht an der mytest.conf. Und es liegt auch nicht an Mindclone an sich. Sondern, und es liegt nicht daran, dass dass Mindclone als Server läuft. Sondern es liegt wirklich an einer Mod. Und zwar wahrscheinlich an der Protectors Mod. Dass die unterbindet, dass Tiere spawnen. Und an der Areas Mod, weil die nicht ohne Protectors Mod nicht funktioniert. Warum auch immer. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Aber gut. So, das heißt, wir können hier. Kannst du wieder weg? Mein altes Testumgebung kann wieder her. So. Okay. Okay. Gut. Weg mit dir. Und wir starten dann jetzt mal wieder den Server. Mindtest.
So. Locken. Genau, alles ist aktiv, es ist wieder alles aktiv. Genau so, wie wir letztens aufgehört haben. Nur mit dem Wissen, woran es liegt. Gut. Das ist doch schon mal eine schöne Information. Also, zumindest insoweit, dass wir jetzt wissen, warum es nicht funktioniert. Das behebt zwar das Problem nicht, aber es liegt zumindest nicht an mir, weil ich dachte halt die ganze Zeit, dass die mytest.conf irgendwie, dass ich da irgendwas eingetragen habe, weswegen es nicht funktioniert. Aber dem scheint nicht so zu sein. Okidoki. So, was haben wir hier eigentlich alles? Achso, jetzt siehst du mal wieder Fenstermodus schalten. Ah, jetzt habe ich auch wieder volle 60 FPS. Yeah. Das Schöne ist, ich kann ja die Empfindlichkeit meiner Maus einstellen. So ist die Empfindlichkeit ganz niedrig. Und so ist die ganz hoch. So ist die ganz hoch. Okay, da kommt das Ding eh nicht mit, wegen dieser Cinema-Dings. So ist ganz hoch. Und so ist ganz niedrig. Obwohl ich die gleich stark bewege, ne? Hoch. Niedrig. Und das war meine normale Einstellung. So ein Mittelding. So, egal. YouTube genug geärgert. Wir sind hier. Wir hatten hier ganz viel Zeug gepflanzt. Können wir mal alles hier wieder mitnehmen? Oh, habe ich da gerade ein Gras-Ding entfernt? Oder ist er einfach dahin gesprungen? Man weiß es nicht. So. Sehr schön. Da haben wir auch mal wieder hier ein bisschen Wolle. Und dann können wir... Wir haben ja aktuell nichts anderes, ne? Wir haben ja nur Saatgut. Wir haben. Na gut, also Saatgut und hier Wassermelonen. Das heißt, wir könnten mal auf eine kleine Jagd nach Zombies gehen, um uns ein bisschen Karotten und Kartoffeln zu holen. Das wäre gar keine so schlechte Idee. Aber wir haben wirklich schon Bett, ne? Ah ne, weil wir haben ja keine Wolle. Ah, scheiße, die Wand dann. Das ist halt ein Problem, ne? Ohne Wolle. Geht halt schlecht. So. Und ich weiß halt auch nicht, wo man sonst Wolle herbekommt. Im Dschungel haben wir letztens geguckt. Da gibt's nix. Und sonst fällt mir halt auch nichts ein. Wie kommen wir denn da dran? Damit wir das in unseren Spawnpunkt setzen können. Ich meine, gut, wir können unseren Spawnpunkt können wir sowieso setzen. Wir können hier mit Zeitraum machen. Reicht da wahrscheinlich erstmal aus. So, perfekt. Muss reichen. Weil eben Bett brauchen wir ja nur, um den Spawnpunkt zu setzen. Also um den Homepunkt zu setzen. Dass wir wieder dahin finden. Und um die Zeit zurückzustellen. Aber die Zeit läuft ja eh nicht. Die hat sich ja genau deswegen wieder angehalten. So, das heißt, wir gehen auf die Suche. Beziehungsweise auf die Suche gehen wir in der nächsten Folge. Ja, da werden wir bei der nächsten Folge wieder ein bisschen rumspielen. Und, auf die Suche nach Zombies gehen. Bis dann.